Donnerstag, 14. Juni 2018, 14.10 Uhr. Der WDR hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Fernsehfilmchef Gebhard Hencke getrennt. Das gab die Presseabteilung der ARD-Anstalt bekannt. Grund seien glaubhafte Vorwürfe sexueller Belästigung und des Machtmissbrauchs. Aus Sicht des WDR bestehe kein Vertrauensverhältnis mehr. In den vergangenen Wochen hätten, so der WDR weiter, mehr als 10 Frauen den Sender über sexuelle Belästigung und unangemessenes Verhalten durch den bisherigen Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie berichtet. Teils soll er die Vergabe von Rollen mit der Gewährleistung von Sex verbunden haben. Hencke hatten erstmalig im Mai 6 Frauen im Spiegel vorgeworfen, sie belästigt zu haben. Die Frauen, darunter Charlotte Roche und Nina Petri, berichteten davon, wie sie von Hencke betatscht und begrapscht worden seien, wie er sie an den Po oder an den Bauch gefasst habe, wie er angedeutet habe, sie zu fördern, und dafür offenbar körperliche Zuwendungen erwartete oder wie er immer wieder aus seiner professionellen Rolle gefallen sei. Die anderen Frauen wollen anonym bleiben, sind dem Sender aber namentlich bekannt. Nicht die erste Kündigung nach Bekanntwerden der Vorwürfe hatte sich der WDR um Aufklärung bemüht. Man haben die entsprechenden Schilderungen sorgfältig geprüft, so der Sender, und den Beschuldigten angehört. Eine mündliche Anhörung habe Hencke aber abgelehnt. Daraufhin übermittelte der WDR ihm vor 3 Wochen die Vorwürfe schriftlich. Hencke bestritt diese, konnte sie aber offenbar nicht hinreichend entkräften. Aus dem Umfeld des Senders heißt es, dass mit einer Klage auf Wiedereinstellung seitens Hencke gerechnet wird. Man hofft, dass die Kündigung dazu führe, dass sich weitere Betroffene melden. Im vergangenen Monat hatte der WDR bereits einen Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt. Nach Informationen des Magazins Stern und des Recherchebüros Korrektiv handelte es sich dabei um einen Fernsehkorrespondenten, dem zahlreiche Belästigungsfälle vorgeworfen werden. Die frühere Gewerkschaftschefin Monika Wulf-Mathies untersucht zurzeit, wie der WDR in der Vergangenheit mit Hinweisen auf sexuelle Belästigung umgegangen ist.